Zum Thema, ich sage das nur mal, ja, also wie wir selber uns wahrnehmen, ja, und wie andere uns wahrnehmen, das ist durchaus manchmal ein bisschen auseinanderklaffend, sage ich mal so. Worauf ich aber sprechen kommen möchte, ist dieser Text. Dieser Text aus Nehemia, und ich gehe davon aus, dass viele von euch diesen Text kennen. Ein ganz besonderer Text, eine ganz besondere Situation, und ich möchte nur noch mal kurz den Kontext dieses Textes, den wir in Nehemia gelesen haben, euch weitergeben. Das Volk Israel war in babylonische Gefangenschaft geraten und war in alle möglichen Länder zerstreut. Nehemia ist Mundschenk am Hofe des Königs Artaxerxes II. In Susa. Susa, eine große Stadt, eine bekannte Stadt, die auch in der Bibel immer wieder zur Sprache kommt und Inhalte der Bibel in Susa stattfinden. So spielen zum Beispiel Teile des Buches Esther in Susa, und auch Daniel lebte in Susa, aber nicht unter Artaxerxes II., sondern unter einem anderen König. Und Nehemia steht offensichtlich in hoher Gunst bei dem König. Es geht ihm gut, er hat eine komfortable Position am Hofe des Königs und er könnte sich eigentlich zurücklehnen und könnte sagen, ach, es ist alles wunderbar. Aber das macht Nehemia nicht. Er erfährt von Hanani, einem Kundschafter, dass die ersten Israeliten nach Jerusalem zurückgekehrt sind und dort bittere Not leiden. Die Stadtmauer ist noch nicht aufgebaut, regelmäßig werden die Leute, die dort sind, überfallen. Und das, was er da eben entsprechend von Hanani erfährt, das trifft ihn ins Herz. Das trifft ihn ins Herz, und so lesen wir in Nehemia 1, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst doch den Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist doch unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir haben alle schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Diese Verse sind wichtig, um auch den Text, den wir gelesen haben, besser einordnen zu können. Und ich will nur noch mal ganz kurz sagen, wie es dann weiterging. Nehemia ist traurig und der König merkt das, dass es Nehemia nicht gut geht, und er fragt, was ist eben entsprechend los. Nehemia sagt ihm das, dass er gerne in Jerusalem helfen möchte, und der König gibt ihm ein Dekret, einen Erlass, was ihn eben entsprechend befähigt, nach Jerusalem zu reisen und dort die Stadtmauer aufzubauen und Wiederaufbauhilfe zu leisten. Mit jeniger Menge Knochenarbeit und vielen Leuten und bewaffnet oft mit Schwert gelingt es ihnen tatsächlich, diese Stadtmauer aufzubauen. Und die Stadtmauer steht jetzt und wir können uns meines Erachtens heute hier in Friedensdorf oder in Steinbach überhaupt nicht vorstellen, was das für damalige Verhältnisse bedeutete, eine Stadtmauer zu haben. Ja, also das war eine echte Verteidigungsgeschichte, so eine Stadtmauer. Und die ist jetzt fertig. Und genau in diese Situation hinein steht jetzt dieser Text. Das Volk trifft sich zum ersten Mal hinter dieser sicheren Mauer und feiert Gottesdienst. So wie wir das heute Morgen hier auch tun, allerdings zum ersten Mal seit hunderten Jahren wieder in Jerusalem. Und alle sind dabei, als Esra, der Schriftgelehrte, aus dem Gesetz vorliest. Keiner drückt sich. Das lesen wir so explizit hier in diesen Worten, und auch die Familien sind dabei. Das finde ich erstaunlich. Bei uns ist es also so in Steinbach, dass die Kinder dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann mit einem Lied, ich will einziehen in sein Tor, in den Kindergottesdienst gehen. Das ist hier anders. Die Kinder sind, sofern sie es verstehen konnten,
mit dabei. Und 6 bis 9 Stunden wird aus dem Gesetz vorgelesen. Und ich habe mir so vorgestellt, meine Jungs, die sind 15 und 17, wenn ich denen sagen würde, so, wir treffen uns jetzt in Friedensdorf, 6 bis 9 Stunden Bibel lesen, die würden mir vermutlich das Gesicht auf links drehen. Ja, also selbst für uns Erwachsene, ja, sich sowas vorzustellen, so einen langen Zeitraum, das ist schon eine Herausforderung. Und ich bin sicher, dass das etwas Besonderes für die damaligen Leute war. Denn hier ist es anders. Das ganze Volk ist am Start und Lauschen gebannt. Und ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, wie besonders dieser Moment war. Ich will gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen. Großes Kino, was hier passiert. Sie lasen aus dem Gesetz der Tora die ersten 5 Bücher Mose mit den Opfervorschriften und allem, was dazugehört. Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Schritt für Schritt, damit das, was ich zu sagen habe oder was die damals zu sagen haben, wirklich verstanden werden kann. Und was passiert? Wir lesen in Vers 9, als die Menschen das hörten, was im Gesetz stand, du hattest gesagt, das machen wir jetzt nicht, danke, ja, sie begannen zu weinen. Das Volk begann zu weinen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja jetzt nicht die Absicht der Leviten oder der Schriftgelehrten war, dass das Volk eben entsprechend weinen sollte. Aber ihnen war wichtig, dass das Volk eben Stück für Stück an die Bibel wieder rangeführt wird, an die Tora rangeführt wird. Und wie reagiert das Volk? Mit Tränen. Und ich habe gedacht, warum weinen die? Und die einzige Erklärung, die ich, auch wenn das hier jetzt so explizit nicht drin steht, ist, dass sie etwas begriffen haben. Sie haben etwas begriffen von dem, was sie vielleicht über hunderte von Jahren eben entsprechend nicht begriffen hatten. Und ich komme nochmal zurück auf das, was wir eben in Nehemia 1 gelesen hatten, wo Nehemia gesagt hat, wir haben Schuld auf uns geladen. Wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Volk, so wie es da kollektiv saß, dass sie das verstanden haben. Wir haben Schuld auf uns geladen. Und die babylonische Gefangenschaft, die ist Konsequenz dieser Schuld gewesen, dieser Abkehr von Gott. Deshalb sind wir eben entsprechend weggeführt worden. Wir haben anderen Göttern gedient. Wir haben andere Sachen im Mittelpunkt gehabt. Und sie reagieren mit Trauer, mit Buße und mit Umkehr. Ich muss euch sagen, das ist eine Sache, die ich mir für Deutschland wünschen würde. Ich bin viel in Deutschland unterwegs, ich predige viel in Deutschland und ich wünschte mir, dass sowas mal in Deutschland nochmal passieren würde. Dass die Deutschen verstehen würden, wie weit wir uns mittlerweile von dem lebendigen Gott entfernt haben. Wie wenig Gott nur noch eine Rolle in Politik, Wirtschaft und in anderen Dingen, Wissenschaft hier in Deutschland spielt. Und wie sehr Deutschland insbesondere, aber Europa insgesamt, weltweit zum Armenhaus des Glaubens geworden ist. Früher war es so, dass das Evangelium und dass viele Missionare eben aus Deutschland in die Welt hinausgeschickt worden sind, um das Evangelium den anderen Völkern zu bringen. Wenn ich euch heute Statistiken präsentieren würde, wie das heute aussieht, ihr würdet vermutlich genauso traurig sein wie die Leute damals. Es ist wirklich ernüchternd, was mit unserem Land passiert ist. Und ich wünschte mir, dass so eine Bewusstsein nochmal da wäre, ein Bewusstsein für Sünde, für Dinge, die falsch sind in unserem Leben. Und jetzt mag der eine oder andere vielleicht schon unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschen. Sünde, Schuld, oh Jochen, an einem Sonntagmorgen Gottesdienst. Das ist ja, oh, muss das wirklich sein? Aber wenn ihr jetzt mal in euer Leben guckt, wie war das denn bei euch? Als ihr das erkannt habt,
als ihr zum Glauben gekommen seid, diese Stichworte, die du eben nanntest, Thorsten, ist das nicht so eine Sache, die viele von uns nachvollziehen können? Diese Unzulänglichkeiten, die wir in unserem Leben haben. Und wo es dann etwas Besonderes war, als wir zu Jesus gekommen sind und gemerkt haben, er hat uns frei gemacht, er hat diese Schuld weggenommen. Das Bildnis, was ich vielleicht von mir selber hatte, ist in 1000 Teile zersprungen. Und erlaubt mir an dieser Stelle einen kleinen persönlichen Einschub. 1990 bin ich zum Glauben gekommen. Das ist 32 Jahre her oder 33 Jahre her. Und da war das so. Ich habe damals verstanden, dass ich Jesus eben entsprechend brauche und habe mich zu ihm, für ihn entschieden. Aber ich fand mich immer noch ganz gut. Ich habe so gedacht, also Jochen, so ganz verkehrt bist du echt nicht. Ja, so ein ganz übler Kerl bist du nicht. Ja. Und es dauerte noch einige Zeit später, als ich so ungefähr 21 war, da ging eine langjährige Beziehung zu Ende und da habe ich mich nicht gut verhalten. Ich habe diesem Mädchen sehr wehgetan, wie ich das so im Nachhinein so denke und das so empfinde und habe gemerkt, nee, das war voll daneben. Und ich habe gemerkt, so gut, wie du immer noch von dir denkst, Jochen, so gut bist du nicht. Und ich habe gemerkt, dass da viel in mir ist, trotz meiner Bekehrung, die jahrelang zurücklag, die falsch sind. Wo immer noch Dinge da sind, die in meinem Leben daneben sind. Und ich habe mich wie Petrus gefühlt, der in Lukas 5 eben mal sagt zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das habe ich da begriffen, dieses Selbstbild, was ich hatte, ist zerbrochen. Und ich kenne eine Gemeinde in den USA, da darf man nur Ältester werden, wenn man die Karre mal so richtig in den Dreck gefahren hat. Wenn dieses Selbstbild, was man von sich selbst hat, richtig kaputt gegangen ist, dann kann man Ältester dieser Gemeinde werden. Ich weiß nicht, wie das hier in Friedensdorf ist. Ich weiß das aber, in Steinbach ist das ein Riesenthema. Also Ältester darf man da eigentlich nur werden, wenn man besonders heilig ist. Ja? Und wenn man ganz viel Gutes eben entsprechend hat und dann gibt's da irgendwelche Makel an diesen Leuten, ja, wo man sagt, nee, den kann ich nicht wählen. Also beim besten Willen, ja, der ist nicht immer in der Gebetsstunde und so weiter. Das ist kein gutes Vorbild, ja. Und das ist eine Sache, die ich in Deutschland, in den FEGs viel erlebe. Dass es keine Ältestenkreise mehr gibt, sondern nur noch Leitungsteams, sage ich mal, Diakonenkreise, die Gemeinde eben entsprechend leiten, weil keiner heilig genug ist, in den Ältestenkreis zu kommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das irritiert mich. Das irritiert mich, weil ich eigentlich der festen Überzeugung bin, dass wir alle, die wir hier sitzen, zu allem fähig sind. Vielleicht ist es manchmal einfach nur der Mangel an Gelegenheit, dass wir manche Dinge eben nicht tun. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht mal sinnvoll wäre, in unseren Gemeinden da mal eine ganz neue Ehrlichkeit voreinander auch zu entwickeln. Auch mal zu sagen, hier, da und da ist es schwierig, dass die älteren Geschwister, die vielleicht 40 oder 50 Jahre verheiratet sind, den Jüngeren, die neu in der Ehe sind, auch mal sagen, hier, in unserer Ehe war es auch Zeiten, da war es richtig bitter. Und da war nicht Liebe das, was uns getragen hat, sondern es war Treue zueinander. Und dass diese Zeiten wir gemeinsam und mit Jesus eben überstanden haben. Und wenn junge Leute sowas hören, vielleicht so eine neue Ehrlichkeit in Gemeinden reinkommen, wo man auch mal erlebt, ja, okay, also der sagt sowas von sich,
dann kann das für mich auch vielleicht gelten. Eine Ehrlichkeit, eine echte Ehrlichkeit über die Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Und ich möchte euch Mut machen, das zu tun. Ich möchte euch Mut machen, ehrlich zu sein. Dinge, die in eurem Leben nicht in Ordnung sind, ans Licht zu zerren. Wenn, ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind und die bleiben im Dunkeln, dann entwickeln die sich. Das ist so ein guter Raum, wo die Sachen wachsen und wuchern können. Aber wenn ich anfange, diese Sachen ans Licht zu zerren, mit jemandem darüber zu reden, dann fängt das an, einen anderen Anstich zu kriegen. Und das muss ja jetzt nicht vielleicht hier so auf einer Kanzel sein, wo man die Sachen offen sagt, aber vielleicht in einem persönlichen Gespräch mit jemandem, dem ich vertraue. Dem vielleicht mal zu sagen, hier, das und das ist gerade in meinem Leben und ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Und ich möchte mit dir darüber beten und ich möchte diese Sache mit dir zusammen vor Jesus bringen. Ich möchte das nicht nur in meinem stillen Kämmerlein machen, sondern ich möchte das zusammen mit dir tun. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Christen so traurig und so beladen sind, weil sie traurig und beladen sind. Weil sie diese Dinge nicht abgeben können, weil sie diese Dinge irgendwie schon auch vor Jesus bringen, aber nicht auch mal vor Menschen das eben entsprechend bekennen. Ich glaube, Jesus möchte das. Ich glaube, Jesus möchte das, dass wir als Christen, wir als Gemeinde diese Ehrlichkeit leben. Nicht blauäugig oder realitätsfern, sondern dass wir diese Dinge beim Namen nennen. Und wie geht es hier in diesem Text weiter? Heute ist ein Feiertag. So lesen wir in Nehemia. Als die Menschen geweint haben, dann sagen die Schriftgelehrten und so, heute ist ein Feiertag, heute ist etwas passiert. Esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Die Steinbacher würden jetzt alle sagen, Jochen, das ist dein Vers. Und das stimmt. Das stimmt. Ich liebe es, gut zu essen. Ich liebe es, gut zu trinken und das mit Leuten zusammen eben entsprechend zu tun, die mir wichtig sind. So ein gutes Ambiente zu haben. Wir werden gleich noch ein bisschen Kaffee oder Plätzchen oder so Kleinigkeiten eben haben. Aber ihr kommt direkt von der Gemeindefreizeit. Ihr habt zusammen gegessen und ihr habt zusammen Getränke getrunken. Aber hier ist gefeiert worden. Hier ist richtig Party abgegangen. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, was wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen wollen. Ein Video, wo es genau darum geht, was zum Inhalt hat, was ich jetzt gesagt habe. Das Video ist von der Band Mercy Me und heißt Flawless. Und Flawless ist Englisch und bedeutet auf Deutsch makellos. Und jetzt wird der Thorsten oder vielleicht ihr euch auch fragen, ja, der predigt jetzt schon 20 Minuten, hat noch überhaupt nichts zum Thema makellos gesagt. Ja, jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt kommen wir zum Punkt und dieses Video bildet die Brücke zu dem, was ich dann noch sagen will. Wir wollen uns das Video einfach mal angucken und ich möchte die Technik bitten, das jetzt mal einzuspielen. Aufgrund der Urheberrechte dürfen wir dieses Video hier nicht zeigen. Du findest das Video in der Beschreibung und kannst es dir hier gerne dann anschauen. Ich finde dieses Video unglaublich eindrücklich. Diese Schmutzfinken am Anfang und wie sie dann am Ende in weißen Kleidern dastehen. Wie sie flawless sind, makellos. Und wie das ein Blick ist, den Jesus eben auf uns hat. Ich weiß nicht, wie das hier in Friedensdorf mit Corona gelaufen ist. Ich weiß, in vielen Gemeinden ist es nicht gut gelaufen. Da waren die Meinungen hier und da und man hat aus dieser Zeit viele Narben und Verletzungen mitgetragen. Vielleicht gibt es auch in eurer Gemeinde Leute, in unserer Gemeinde gibt es das zum Glück nur sehr, sehr wenig.
Vereinzelte, die nach Corona nicht mehr in den Gottesdienst gekommen sind. Weil sich die Gemeinde vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite nicht korrekt oder angemessen verhalten hat. Oder vielleicht sind es andere Dinge, die vielleicht schon Jahre zurückliegen, die hier in der Gemeinde ein Problem sind, wo Einzelne miteinander nicht können, wo man sich am besten nur von hinten sieht. Meine Lieben, das sind so Narbenverletzungen, die Gemeinden eben in sich tragen. Und wie gesagt, auch bei Ältestenwahlen kommt sowas eben vor, dass man eben sagt, der nicht, weil der hat so viel Dreck am Stecken, den können wir nicht wählen. Aber am Kreuz ist das anders. Und das, was ich euch heute Morgen im Wesentlichen sagen will und das, was wir im Nehemia-Text eben sehen, das ist, dass Gott das klar gemacht hat. Dass dieses Kreuz von Golgatha, dass am Kreuz von Jesus alle Sachen weiß gewaschen worden sind. Und dass eure Gemeinde hier in Friedensdorf, so wie ihr heute Morgen hier sitzt, einen Blick von Jesus hat, der weiß ist. Und wenn wir in die Bibel gucken und uns Gedanken darüber machen, wie die Gemeinde beschrieben wird, dann wird sie als Braut Christi beschrieben. Als Braut Christi. Und da haben wir wieder dieses Bild, dieses weiße Kleid. Ich verbinde das immer mit einer Braut, oder wie viele von uns verbinden das ja wahrscheinlich auch immer noch mit einer Braut. Das ist das, wie Jesus uns sieht. Das ist das, wie Jesus euch sieht. Das ist das, wie Jesus jeden von euch sieht, weil er am Kreuz gestorben ist. Und deshalb seid ihr makellos. Egal, was du selbst über dich denkst, egal, welche Adjektive dir einfallen zu dir selbst, Jesus sieht dich makellos, weil er am Kreuz alles getan hat.